Alter, er hat es nicht einfach. Also ich weiß nicht, Leute, findet. Also, wie findet ihr die PlayStation 5? Schreibt mal bitte rein, ob ihr die geil findet oder nicht so geil. Würdet ihr euch die holen oder nicht so? Ich muss euch ehrlich sagen, ich war nie hyped auf diese Konsole. Ich bin nicht hyped auf die Konsole. Und mich interessiert die Konsole einfach extrem gar nicht. Ja, und Stani hat sich eine geholt im Wert von 10.000 Euro. Eine goldene PS5. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ist doch ein Schnäppchen. Ja, vor allem ein Schnäppchen, die erstmal zu bekommen. Ja, Leute, ganz schön, heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es für mich was richtig Besonderes, Freunde. Ich bin unnormal gehypt. Und zwar, letztes Jahr im Dezember haben wir uns das Ganze bestellt. Und zwar, wir sind im Stream irgendwie auf die Schnapsidee gekommen, uns eine goldene PlayStation 5 zu bestellen. Die Zuschauer meinten, das wäre eine super Idee. Total super, Leute. Eigentlich. Aber ist krass, ne? Die meisten haben gerade auch gesagt hier, ja gut, in einem Jahr vielleicht oder irgendwann werden die ein bisschen besser, aber ist auch eigentlich nicht geil oder Müll oder feiert man nicht so. Bin Team PC, ja, PC ist auch nice, da kannst halt viele Games drauf zocken. Ist halt alles ein bisschen entspannter, aber boah, doch, ja, PC ist schon wild, weil du kannst ja auch mit Controller letztendlich spielen. Sollte die PlayStation 5 im Januar kommen, dann sollte sie im Februar kommen. Ja, true, jetzt weiß ich noch. Und jetzt ist sie endlich da, Leute. Also wir haben sehr, sehr lange drauf gewartet. Es ist eine goldene PlayStation 5, die es nur 250 Mal auf der Welt gibt und handgefertigt ist und aus echtem Gold besteht. Leute, das Paket ist heute gekommen. Es hat jetzt insgesamt 11.000 Euro gekostet. Die besteht wirklich aus echtem Gold. Der hat echt eine absolute Macke. Also wirklich, da muss man einfach nur unnötig viel Geld haben. Aber ich glaube wirklich, Standard-Skill, der verdient ja auch mit YouTube extrem viel Geld. Aber der hat, glaube ich, in Kryptowährung so viel Cash gemacht. Wirklich so brutal viel Cash gemacht. Ich weiß nicht, wie viel. Mich würde es mal interessieren, wie viel er da gemacht hat. Aber der hat richtig krass abgesahnt. Also ich gehe davon aus, dass der Typ sich so viele Millionen dadurch, angelegt hat. Das ist schon eine ganz wilde Angelegenheit. Der hatte mir tatsächlich mal, ohne Scheiß, Standard-Skill, richtig, richtig korrekter Typ. Der hat mir mal gesagt, ja, also hier so, wenn du Hilfe brauchst oder so, melde dich in Sachen Krypto oder so. Ich habe da echt Ahnung. Also der hat sich da wirklich krass damit befasst. Und ja, ich habe ihn da nicht nochmal geschrieben weiter, weißt du. Aber der Typ ist halt auch mega hilfsbereit und richtig, richtig sympathisch. Also muss man wirklich sagen, Standard-Skill, richtig korrekter Typ. Gibt's gar nichts Negatives zu sagen. Der Typ ist echt mega, mega stabil. Kostet. Ich weiß, das ist ein Haufen Geld, aber ist irgendwie eine Erfahrung wert, Leute. Und heute seht ihr, was man bekommt, wenn man sich eine PlayStation 5 für 11.000 Euro kauft. Zum Glück ist das Video echt leise gerade eben. Wir haben die das extrem leise gemacht. So, hier ist schon mal das Paket. Ich muss sagen, sieht jetzt erstmal Nothing Special aus. Ist natürlich ein bisschen groß. Und da ist das gute Stück drin. Ich hatte schon ein bisschen Angst gehabt, dass mir das jemand irgendwie abzieht oder so beim Versand. Ihr wisst ja, weißt du, Leute, so. Ich hatte auch Panik gehabt zu sagen, wann die kommt, dass halt keiner das Ding abfangen kann. Aber jetzt ist es da, Leute, aus Großbritannien kommt das Ganze. Und da ist das Ding drin. So, Leute, hier ist das Paket, Leute. Ein Riesenpaket. Wir gucken jetzt mal, was hier drin ist. Ich bin gehypt. Also, hier haben wir erstmal eine ordentliche. Junge, der hat halt einfach Handschuhe an. Währenddessen er halt eine PlayStation auspackt, Leute. Ich würde hier erstmal mit einem Cuttermesser ein Loch reinmachen. Ich würde hier erstmal ein Cuttermesser nehmen, das erstmal aufschneiden und dann würde ich dann erstmal gucken, was drunter ist. Was ist in dem Paket? Ein Stück Scheiße. Komm vor, den werde ich dickes, fettes Stück Scheiße. Muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich gucken wollte, ob das auch wirklich die PlayStation 5 ist. Und die ist es. Das ist es, was man bekommt, wenn man eine 11.000 Euro... Was steht da drauf? CTE oder wie? Sieht auf jeden Fall echt mega beschissen aus, Bro. PlayStation 5 drauf. Das wäre so eine gute Reise, PS5. Da guck mal, das ist schon ordentlich, ne? Rennst damit rum, packst auf einmal die PS5 aus. So, dann werden wir mal hinstellen hier. Hoppa. Der Moment, Leute, auf den wir monatelang gewartet haben. Und zwar, ich mach den Koffer auf. Einer, boom. Ja. Zwei, oh mein Gott. Boom. Oh mein Gott. Leute, seid ihr bereit? Mach nicht, Bro. Die goldene PlayStation 5.
Ich kann's nicht. Ich kann, wir müssen's wegmachen. Ich kann das nicht. Okay, war ein Spaß. Oh mein Gott, Leute. Was ist das bitte? Holy moly, Macaroni. Ich muss euch aber ehrlich sagen, das mit den Controllern finde ich ultra wack. Leute, ich finde die Controller jetzt so auf dem ersten Blick mega hässlich. Guckt euch das an. Ey, das kommt gar nicht hier so auf der Kamera so rüber. Das sieht eigentlich extrem gold aus, aber das sieht irgendwie ein bisschen weiß schon fast aus, ne? Und hier ist natürlich auch der Controller, Leute. Also ich sage euch ehrlich. Also der zockt jetzt nur noch mit Handschuhen Controller, oder? Ich meine, der zockt jetzt nur noch mit Handschuhen Playstation, ja. Hier sollte man sich dreimal überlegen, ob man den wirft. Oh my goodness. Ey, der fühlt sich unnormal krass an. Ich will die Fingerabdrücke, ja, Mann. Glaube ich, kostet schon 1000 oder sogar 1000 Grad. Boah, sieht nochmal viel, viel geiler aus mit dem Licht. Junge, wie kann man so sinnlos sein Geld raushauen und einen goldenen Controller haben, ja? Sehr schönes Teil. Aber es war es mal nicht gewesen. Ein goldenes Headset ist ja unter anderem auch drin, ne? Aber gefällt mir gut. Wird nur teuer, wenn man den rumwirft, ne? Davon haben wir direkt zwei. Es macht keinen Sinn. Ich habe das Komplettpaket genommen. Und hier ist sie, Leute, die PlayStation 5. Die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Hier ist er. Das macht einfach gar keinen Sinn. Das ergibt einfach keinen Sinn, Leute. Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich will es jetzt rausholen. Boah, ist sie schwer. Die so sieht's aus, sehr schön. Die goldene Magnum. PlayStation 5. Achso. Holy moly. Also das Gute ist, da ist... Heilige Makrele, das ist wirklich... Also, ja, Baku, genau so ist es, wenn man nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld. Es ist einfach so. Es ist einfach so, wirklich. Also, Stani, der kann sich einfach kaufen, was der will. Ich weiß nicht, mich würde es mal interessieren, wie viel Geld der hat. Ich denke wirklich, der hat so 20 Millionen. 20, 30 Millionen, keine Ahnung. Ich glaube, der hat auch mehr Geld als Monte. Ich habe auch das Gefühl, der könnte eventuell mehr Geld haben als Unge. Real Talk, ich denke, der hat richtig, richtig krass Geld. Ich glaube, so ist mit der Reichste, was das angeht. Ist ein Spiegel mit integriert. Hallo, ihr braucht euch keinen Spiegel mehr kaufen. Also ich denke mal, die Investition hat sich jetzt schon gelohnt. Sieht das wild aus. Man muss ja auch auf die Details achten, ne? Hier, guckt euch das. Ja, auf die Details. Da steht halt einfach Sony, weil es von Sony ist. Das ist ein schönes Sony-Logo hier. Und hier auf der anderen Seite, Leute, sieht man nämlich noch die Gravur oder was auch immer ist hier. Oh, die 69. PS5 von 250. In 24 Karat Gold Limited Edition Disc. Alter, das wäre so geil gewesen. Imagine, die machen hier aus Versehen Rechtschreibfehler drauf. Statt Edition einfach so das I weg oder sowas. Übertreibe, warum übertreibe ich? Leute, ich weiß, also ich habe mit Stani drüber gesprochen und er hat gesagt, der hat mit Bitcoin und so hat er brutal viel Geld gemacht. Oder beziehungsweise mit Krypto hat er brutal viel Geld gemacht. Der hat da richtig Ahnung. Und ich meine, wenn der das sagt und der kauft sich einfach Autos, der kauft sich einfach ein Haus für über 1 Million oder hat noch was, noch ein Haus und der hat ja so ein Streaming-Haus. Leute, es ist einfach, ich denk, das sind gute mindestens siebenstellige Beträge am Start. 5 Customized in UK. Holy moly, es hat gestört. Also das kommt echt leider auf Video nicht so rüber. Aber glaubt mir, Freunde, das sieht wirklich sehr mächtig aus. Boah, Alter, das sieht so krank aus, ne? Okay, gut, also das ist erstmal die PlayStation 5. Aber hier in der Box verbirgt sich noch einiges mehr. Und da gucken wir jetzt mal rein, was sich hier alles noch so drin befindet. So, Leute, das ist jetzt hier in der Box drin. Oh, was ist denn das hier? Ich glaube, die Karte müsste da rein. Zack, so sieht das aus und hier ist es nämlich, das Headset, Leute, was auch noch dazu ist, vergoldet, 24. Das sieht, also vom Optischen her muss ich euch sagen, sieht das brutal scheiße aus. Junge, also von außen sieht das verdammt scheiße aus. Ich Karat, einfach ein Headset in Gold. Also ich sage euch ganz ehrlich, würde ich mir zweimal überlegen, ob ich das draußen trage. Das kann direkt mal einer mitnehmen, sehr gefährlich, Kapi. Ja, die denken bestimmt alle, das ist nicht echt. Die Leute, die draußen rumrennen, die denken dann bestimmt so, was ist das für eine Scheiße. Voll hässlich, so 20-Euro-Headset. So, dann haben wir hier unten noch so Putztücher. Haben wir hier noch Kabel, die für PlayStation dabei sind, das ist auch schon mal gut. Was ist hier noch drin? Oha. Okay. Ein goldener Dildo. Ist das der goldene Standfuß oder was? Gibt es einen goldenen Standfuß? Ach. Ein goldener Satisfier, würde ich jetzt mal sagen. Nee, okay. Standfuß ist nicht vergoldet, war leider nicht mehr mit drin gewesen, schade. Ja, ja, ja. So, dann haben wir hier noch so eine Karte, ist das hier? Ah, das ist hier das Zertifikat, glaube ich. Ja, das Zertifikat von der PlayStation, so eine kleine Karte, ja, ist ganz cool gemacht. Und hier sehen wir dann noch, ja, hier, bumm,
Wahnsinn. Dass das mit Hand gemacht worden ist, 250 Stück weltweit davon gibt. So, eine schöne Sache, finde ich, passt auch gut hier in den Koffer rein. Sieht gut aus. Und dann haben wir hier noch, was ist das hier, ein Buch oder was? Ah, okay, hier gibt es auch noch was. Junge, weirder Flex. Die ganze weirder Anleitung Flex. Von der PlayStation. Ganz, ganz weirder Flex, Leute. Ganz, ganz weirder Flex. PlayStation 5, und was ist das hier? Oh, Leute! 5% Rabatt auf die nächste Bestellung. Ey, danke dafür. Und dann haben wir hier noch so ein Buch dabei. Hat er das gerade, hat er dir gerade den Code gezeigt? Für your next order using Coupon Code FANGSS5%. Alright, er liegt die Rabatte. Ich meine, den juckt der Rabatt nicht, ne? Aber du willst das aufmachen und liegst halt den Rabatt. 5% Rabatt auf die nächste Bestellung. Ja, ich meine, für den ist das eh uninteressant, ne? Den kann er auch verschenken. Ey, danke. Dino, moin. Dafür. Und dann haben wir hier noch so ein Buch dabei. Okay. Oha! Junge, mit Display? What the fuck? Das ist hier so ein Buch? Was ist das hier, Musik oder was? Okay, hier ist dann quasi so ein kleines Video von der PlayStation 5. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde es echt geil. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Es sieht schon wild aus. Ich sage, es kommt leider auf Kamera nicht so gut rüber. Aber es ist schon sehr, sehr krass, finde ich. Oh mein Gott. Ich müsste theoretisch mal austesten, ob die überhaupt funktioniert. Nachher geht die gar nicht, die PlayStation. Das ja, aber ich will damit auch gar nicht spielen. Ich will die einfach so wegstellen und mich einfach so an die Zeit, an die goldene Zeit zurückerinnern. Also ich werde damit nie zocken, Leute. Ja, Leute, das war's. Also sie ist so dumm. Ja, er sagte, er wird damit halt nicht zocken. Er hat sich das einfach gekauft, er wird aber damit nicht zocken. Ich glaube, der wollte seine Investition wie eine Rolex oder so. Denkst du? Nein. Also ich werde damit nie zocken, Leute. Ja, Leute, das war's gewesen. Das war das komplette Paket. So sieht's aus, wenn man sich eine goldene PlayStation 5 bestellt. So sieht's aus, geil. Einfach nicht.